Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns mein Haus angeschaut und jetzt sind wir wieder Richtung Süden, oder? Ja. Jetzt fällt mir auch auf, warum hier so viele Touris gerade sind. Stimmt. Weiter Süden, mehr Touris gerade. Die Touris gerade ist hier aufgetaucht. Ist da noch eine Red Rocket Station? Ist das die? Ist das die Red Rocket Station aus? Okay, da muss ich jetzt hin. Aber sowas von. Ist mir ehrlich gesagt nicht vor der Aufnahme aufgefallen. Aber jetzt muss ich da hin. Aus dem Weg. Aus dem Weg! Und ja. Weiß ich nicht. Radar, Toastkreise sind hier aufgetaucht. Die Todeskralle ist vielleicht oder vielleicht auch nicht tot, weiß ich nicht. Oder die Raider. Wo die waren in der Überzahl, glaube ich, ne? Einer von den beiden ist auf jeden Fall tot. Ich weiß nicht, ob ich herausfinden will, wer. Aber hier kann nicht die aus den Dingen sein. Ne. Vom Trailer und vom Titelbildschirm. Ich sag immer Opening, oder? Hab schon wieder Opening gesagt vorhin. Da ist auch hier. Die sind sowieso immer an der gleichen Stelle, die Dinger hier, ne? Deswegen kann man sich ja keine Basis bauen, also nehme ich nicht an, dass man hier richtig, die richtige erwischt hat. Jedenfalls ist da so ein ganz weiter Weg noch. Ich glaube, hier ist auch gar nicht so ein Teil. Es ist halt allein gar keine Red Rocket Raststätte. Weiß ich nicht. Mal schauen. Mir ist aufgefallen. Also nicht aufgefallen, aber mir ist eingefallen, dass wir vielleicht mal zu einem Vault gehen sollten. Weil wenn ich mich recht erinnere, so ganz am Anfang, als wir noch auf dem Weg nach Diamond City waren, da bin ich über einen Vault gestolpert. Ja, von Leuten irgendwie bewacht worden ist. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hin. Und oh, der. Nun, Da brauchen wir waren die das Zeug gar nicht mehr. Supermutanten. Waren nicht Raider? Ich habe da Raider Psycho oder so gelesen. Hier war ich gerade drin, ne? Wo bin ich jetzt oder was? Da war ich aber nicht drin. Ah! Und in den letzten beiden Vaults, wo wir reingegangen sind, Vault 95 und Vault, schlag mich tot, haben wir jeweils eine Wackelpuppe bekommen, ist mir aufgefallen. Deswegen sollte ich vielleicht Vault priorisieren. Prioritisieren. Prioritisieren. Priorisieren. Ich kann das nicht aussprechen. Geschafft. Ich habe Probleme, das auszusprechen. Boah, 16 Raketen. In den Expertendingern ist mehr drin als in so eine na, Meisterverschlossene. So, ich brauche immer noch Schrauben. Auf alles irgendwie Schrauben. Früher brauchte ich immer Stahl, jetzt brauche ich mal Schrauben. Bin ja auch schon so weit gegangen, dass ich mir Ladungen, Schrauben und so was alles hole von Händlern. So weit ist es schon gekommen. Wie schön. Oh, no. Oh, sehr gut. Lass mich raten. Nein, okay. Das Tor. Heute war es Team Zeta, wir sollen eigentlich Halloween-Kostüme kaufen. Da sahen wir die Leute draußen gegen den Bogen zerstören. Keine Ahnung. Einige Prisen kamen uns noch einziehen. Ja, wir Onkel Marshalls Haus leben müssen. Aber oh, das ist da. Also, guck mal, ich mal. Hey. Jasons Spiel. Gespielt, dass einen großen Bruder in der Schule ertauscht hat. Er sagte, dass wir genaues lernen. World Series. Boston spielt, okay. Sirenen. Da sind die Bomben gefallen, ne?
Wer lesen kann, soll. Leute aus die Kammer, als wir geschlafen. Einer von ihnen hat geweint. Ich glaube, es. Ja. Nein, das ist nicht schön. Das ist traumatisierend, was da passiert. Das ist schämlich, McCready. Bevor wir hier noch ziellos rumlaufen, guck ich mal. Wir sind da mal nach Diamond City gegangen. Wo sind wir nochmal gekommen? Wo ist so ein Wallzeichen? Ich glaube, da haben wir so erkundet. Da waren nur irgendwie so da. Ja, das Wort 114, da waren wir drin. Da war so ein Tor, glaube ich. Ja, von hier sind wir gekommen, genau. Warte mal, wo ist das? Wo ist Backstreet Apparel, Hangman's Alley? Boah, wo war das nochmal? Ach, das Revier. Ich will jetzt unbedingt in den Vault reingehen. Weil rückblickend betrachtet, im Fallout 3 waren auch viele Wackelpuppen in Vaults drinne. Also, ja. Ist bestimmt gut. Erst in den Vaults nachzugucken. Wenn ich mich nicht irre, Fallout 3 war auch, wo man, okay. Ist jetzt nicht ein Spoiler, aber in Fallout 3 fängt man auch in einem Vault an. Und schon da gab es eine Wackelpuppe. Dann fällt mir auch noch direkt eins ein. Ich glaube sogar noch ein drittes. Wir sind jetzt auch in drei Vaults gewesen, ne? Wenn man jetzt unser Heimatvault jetzt, sag ich mal, nicht mitzählt. Und boah, sind die da wieder gespawnt. Und ja, vor allem hier gibt es noch viele Orte, die ich nicht mit habe. Was sind das für ein Zeichen? Das kenne ich gar nicht. Mit so einem Tropfen oder irgendwie sowas. Ja, lass mal die Gegend von Diamond City ein bisschen erkunden. Weißt du, ist ja nicht so, als wären hier schon genug Dinger. Ich finde hier meistens gar nicht den Dingen sehr gut. Neighborhood. Ich bin halt immer am Suchen. Weil hier so viele Zeichen sind in der Nähe. So. Ach, hier sind wir. Hier bin ich ja mal. Habe ich ja mal versucht drauf zu klettern. Ich kann ja mal irgendwann ein Jetpack bauen, ne? An meiner Power Armor. Oh, was zum. Sag mal, wie kannst du hier patrouillieren, wenn da 5, 6 Supermutanten sind? Das war ehrlich, das ist. Oh, pff. Das hat mich ja so erschrocken. Feuert mal den Typen. Jetzt mal ernsthaft. Er tut 5 Minuten. Der tut 5 Meter hier von so einem Supermutantenbasis. Oh Gott. Supermutantenbasis hier. Patrouillieren, ey. Das gibt's doch nicht. Wo ist der? Okay, ich weiß mal. Oh, 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 das ist ja gut abgehoben. Um uns aufzuleveln. Da bin ich auch bereit, hier so eine Mini-Atombombe hier zu werfen. Nein, war. Oh. Right away. Ja, habe ich gar nicht so viel. Super. Warte mal, nur Kohle habe ich noch. So, nochmal bitte. So, sehr gut. So, jetzt kommen wir her. Den kritischen Treffer trifft man ja immer, also. Soll ich denn hinschießen? Da oder da? Oder auf den oder. Okay, das war neu. Ich will ja mehrere treffen am besten. Ich will auf den Dingen ziehen. Und. Tschüss! Oh mein Gott! Das ist so geil. Und ich habe nur einen Schuss verbraucht, obwohl ich 2 nukleare Explosionen auf euch gefeuert habe. Das ist so befriedigend. Das ist
zwei nukleare Bomben auf einmal. Zwei. Das war eine Investition, die sich gelohnt hat. Hoffentlich geht das bei den Partikelstarter hier diesen Raketenwerfer aus. Good Neighborhood auch der Fall. Das ist eine richtig geile Waffe. Kann man sich in Diamond City holen von diesen einen Waffenhändler. Das ist, glaube ich, ganz links der Stand. Für jeder, der sich die Waffe auch holen will, kann es nur empfehlen. Ist nur schweineteuer. Aber es lohnt sich. Was soll ich denn mit Lederrüstung? Vor allem ist mir aufgefallen, ich habe voll viele Rüstungen an, die meine Parameter hier so steigern. Also Stärke, Wahrnehmung und all sowas. Deswegen, wenn ich die auch abnehme, weiß ich nicht, kann ich irgendwie so 20 Gewicht oder so nicht mehr tragen. Das ist immer so erschreckend irgendwie. Warum kann ich immer so wenig nur tragen? Was ist das? Na, das nervt mich irgendwie. Hier, kompensiert, kalibriert und mächtig. Und was ist das für eine Waffe? Ich meine, das sieht man, aber trotzdem. Da finde ich es irgendwie so. Okay. Ist irgendwie so unübersichtlich gemacht. Warum konnten die Effekte nicht irgendwie später, also am Ende gepackt werden? So, oh, ist gleich gar nicht so schlecht, dass ich hier oben bin. Ja, ich will dahin, genau. Boah, da komme ich aber nicht hin. Komm ich so dahin? Ich glaube nicht, ne? Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich da den Weg hier so folge, so die Treppe hier hoch, da ist bestimmt irgendwas Geiles. Sieht so verlockend aus. Was war hier? Nein. Nein, komm ich da hoch? Ja. So wird's einfach mal darüber zu springen. Wenn ich hier so drauf gehe oder hier. Ja, jetzt habe ich nie im Leben. Muss irgendwann ein Jetpack in einer meiner Power Armors draufbauen. So, ich werde jetzt hier schon wieder voll gesidetrackt. Ich will ja gar nicht hier hoch, meine Güte. So, ich wollte hier zu diesen Tropfen hin. Dann wurde ich von der mangelnden Kompetenz dieses Wächters hier irgendwie abgelenkt. So. Das Geräusch da. Schon wieder? Ganz schnell. Das Visier ist so fett, ich sehe manchmal nicht, ob der Gegner sich wegbewegt, weil diese roten Laser sonst also was vor die Sicht versperren. Oh Gott. Da ist eine Mini-Atombombe, hab ich gesehen. Was bist du denn? Was bist du denn für eine geile Rüstung? What? Was ist hier passiert? Warum bin ich hier näher wieder? Oha. Ich bin so im legendären Raider, der sah voll geil aus. In deine Klamotten. Oh Gott, Hilfe! Ich durch, Mann. Frau, egal. Da kommt man hier alle zu den Wachen hier. Können die auch ein bisschen helfen. Alter. Oh, sehr gut. Das war ich nicht, aber okay. Da könnten wir ruhig helfen, ne? Da ist die Vault. Ich sehe sie jetzt hier unten auf dem HUD. Warte, hier unten. Warte. Ich kann euch nicht zeigen, wo. Ich zeige euch auf dem Bildschirm mit meinen Finger, okay? Wo ist der kleine Wichser hin? Oh Gott. Hi, na? Ja, geh du auf den los. Okay, gut. Der mutiert doch jetzt sowieso, ne? Oh Gott, mir geht die Munition aus, merke ich gerade.
Best Friend. Komm her. Best Friends Forever. Ja, ich sollte ihn BBF nennen. Hörst du mich? Hallo? Ey, jetzt bin ich am Nachladen. Was ist denn noch hier? Hilfe! Da können wir uns um eins nach dem anderen. So, ich will aber rechtmäßige Herrschaft nehmen für einen kritischen Treffer hier. Ja. Weil der mutiert doch nochmal. Stimmt. Na komm! Ich muss ja nicht mutieren. Dann nehme ich die hier. Steig mal ein Köpfchen raus. Ja, der ist auch schon am Leuchten. Ich glaube, der ist schon. Was? Ich habe keinen Kitchen voll. Nein. Ist er nicht. Ja. Brenne im Höllenfeuer. Wo ist er denn da, also? Ah, mein Arm brennt. Nur mein Arm. Impro Revolverpistole. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Okay. Okay, das ist jetzt aber nicht so geile Sachen. Warst du das überhaupt? War der mit den geilen Klamotten? Im ersten Blick sah er irgendwie geil aus. Boah. Uff. Ja. Geht gleich ein Level ab. Was machst du dagegen, ne? Ist jetzt weiter. Hey, du Leben. Das Hunde schlachten. Ich muss den Ohr abwehren. Oh, oh mein Gott. Keine Ahnung, wo die hin sind. Hey, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Jemand, okay. Ja, da war wieder ein Abenteuer. Geil, okay, weiter im Text. Ich will immer noch zu diesen Tropfen in. Aber ich werde ja von alles immer abgelenkt. Das ist furchtbar. Das Spiel hat zu viele Möglichkeiten, das ist furchtbar. Kann das Spiel irgendwie wagen, mir so viele Möglichkeiten zu geben, ne? So viel Freiheit. Ich meine, das ist jetzt offensichtlich, dass das Sarkasmus war, aber in Oblivion hat mich das ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt, gerade weil er so viele Möglichkeiten hatte. Ich dir das Hirn zermatschen. Weil du beginnst ja ein Gefängnis, wir sind Gefangener, und du musst erstmal flüchten. Dann kommt man hier sozusagen in so ein. So langsam. Dann kommt man, was ist das denn? Kommt man aus so einem Wasserkanal und da muss man von diesem Wasserkanal aus erstmal gucken, wo man hin muss. Und man ist dann auf jeden Fall sehr nah an einer riesigen Stadt, die ist verdammt riesig. Aber so richtig riesig, also, ne. Da war mir schon zu riesig. Geh mal da rein. So, und die. Verdammt, Zwiebelprogramm. Das kloppt sich so auf, dass ich nicht die Zeit meiner Aufnahme sehe.
Kann es wagen. Und ja, die, weiß nicht, die Stadt ist irgendwie so in vier Bereiche oder so eingeteilt, oder war mir einfach zu groß. Das ist bestimmt dreimal größer als Diamond City gewesen. Oh. Wenn Sie meine Anweisungen befolgt haben, sind Sie allein. Wenn nicht, tja, dann bin ich bereits weg. Also hoffe ich, dass Sie allein sind. Nun, kommen Sie doch herein. Ich habe mein Werk hier unten aufgebaut. Und ich möchte gern, dass Sie es sehen. Okay, wo bin ich hier? So. Kreuze, okay. Das bedeutet, entweder hier ist ein, ich glaube, ein Versteck oder jemand anders ist hier. Oh, hi. Oh Gott. Hier ist kein Nebel, oder? Oh, du bist auch voll schwach. Oh, Ghule sind ja echt schwach in dem Spiel. Mächtig Kreuzschlüssel. Cool. Alles, was so mehr Schaden hat, ist doch richtig Hammer. Wollte ich mit dem rechten Analogstick reindrücken, Nahkampfangriff machen. Alter Battlefield Reflex. In der Battlefront. So, was bin ich hier geschaut? Bei dem einen Fans-Phantom. Logischerweise. Okay, das Kreuz muss wahrscheinlich heißen, irgendwie, dass jemand hier ist von uns. Au. Noch eine Legende. Was ist das denn? Der Planke hatte ich auch noch nicht. Sehr schön. Ja, da habe ich meinen Gedanken mal zu Ende fassen. Okay. Kreuz. Ich weiß natürlich wieder nicht, was das bedeutet. Sehr geehrter Detektiv 3. Und war verpasst oder sind so? Völlig egal sind, weil man das eben so macht. Hier unten habe ich die Freiheit, wirklich zu leben. Ich freue mich, das heute mit Ihnen teilen zu dürfen, Detective. Aber ich bin jetzt nicht über eine Quest gestolpert, die ich... Oh geil. Ja, das war... Die ich noch aktivieren musste vorher oder so. So, das ist mal zu Ende. Kreuz. Oh geil. Das wäre ich schon wieder abgelenkt. Oh Mann. Nein. Da. Damit. Ja, Kreuz. Entweder hier wartet einer von der Railroad auf mich oder da ist ein Versteck in der Nähe. Ich glaube, es ist Ersteres. Also sage ich, war schon sehr lange nicht mehr versteckt der Railroad. Muss ich auch mal mit der Mission irgendwie weitermachen. Aber die interessieren mich irgendwie am wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay, die Minutemen interessieren mich eigentlich auch nicht so relativ. Ja. Die einzigen, die mich interessieren, ist die stehende Bruderschaft im Moment. Sind ja schon die alle. Denn da? Was du da? Warte. Vielleicht überhaupt Munition.
Wieso? Nein, die sind so einfach, ne? Aber Achterkugel. Nein, nicht Achterkugel, andere Kugel mal. Hab schon eine Achterkugel, ich muss meinen Poolbillardtisch irgendwie füllen. Hier im Baseball. Für alle möglichen Ballarten jetzt rein. Egal. Jawohl. Und Level 3. Lass es einfach sein. Kannst du mal aufhören, dauernd darum zu zicken, was ich hier aufhebe? So, erstmal Level up. Her damit. Ich hab keine Ahnung, was ich hier leveln soll, aber was soll's. So. Erstmal gucken. Ich brauche 1, 2, 3, 4 Sachen. Ne, warte mal, das ist nicht. 1, 2, 3, 4. Ja, doch, 4 Sachen. Um irgendwie, ja, meine jetzigen Sachen hier aufzuleveln. Ach nee, die habe ich schon. Ah, stimmt ja. 1, 2, nee, boah. So, Rüstmeister. Ganz langsam machen wir das jetzt. So, das hier brauche ich. Da kann ich erst Level 49 hochleveln. Das kann auch dauern. Dann auch. 39, noch 3 Level, okay. Das haben wir schon, das brauche ich nicht. Auch Level 39, das heißt 2 brauche ich schon mal. Also könnte ich jetzt 2 sparen. Level 41 dauert auch noch ein bisschen, Level 40 dauert auch noch ein bisschen. Das heißt, auf dem Weg dahin könnte ich, ja, das könnte ich nehmen, aber was soll ich damit? Also, Level 39, da ist ein Punkt, kann ich eigentlich noch ausgeben, ja. Ja, ich weiß, ich tue jetzt zu viel rein interpretieren, aber lasst mich. Er dauert auch noch ein bisschen. Weiß auch nicht, was ich leveln soll, ja. Immer so schwierig. Da brauche ich jetzt ganz am Ende mit dem Herzinnen. Frauen allein 5% mehr Schaden im Kampf und sind in Dialogen einfacher zu überreden. Frauen allein 10% mehr Schaden im Kampf. Das habe ich eigentlich auch immer genommen. Allein wegen dem Schadensbonus. Aber die meisten sehr starken Gegner sind ehrlich gesagt männlich, deswegen weiß ich nicht. So, ich könnte hier mal was aufleveln vielleicht. Aber ich muss mal gucken. Ich glaube, den restlichen Part wird das hier nichts mehr. Hier Glück, Kritscher spare. Als geduldiger Staffel kannst du im Kritschen, um in Zeiten der Not im VHTS einsetzen. Vielleicht sollte ich einer mal Grundattribute mal erhöhen. So, lokale Anführer zum Beispiel. Als Anführer an denen hier kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Du kannst Werkstattsiedlungen Läden und Arbeitsstationen bauen. Das sollte ich vielleicht mal nehmen. Weil ich will natürlich meine ganzen Siedlungen auch noch ein bisschen so ausbauen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir Charisma. Vor allem da haben wir schon eine Wackelpuppe bekommen. Und dann packen wir Charisma auf 6 jetzt. 1, 2, 3. Er ist halt mit Glück und Intelligenz am meisten hoch. Okay. Außerdem möchte ich einfach sehr viel mehr die Leute überreden. Deswegen packen wir einen Punkt in Charisma hier rein. Okay, okay. So. Und jetzt kann ich hier lokale Anführer im nächsten Level abnehmen. Gut, ne? So, jetzt müsste ich, wenn ich meine ganzen Charisma-Klamotten und so noch anziehe, ein Charisma von 10 haben. Das heißt, die Sachen werden jetzt auch noch billiger. Das heißt, mehr Geld kommt rein. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.